Das Einzige, was man hier machen muss, ist wirklich aufpassen, dass man nicht an die falschen Digimons gerät. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ist schon wieder so einer, der uns den Arsch aufreißt. Feuer? Ah, nee, gar nichts. Steht aber noch auf, das ist gut. Dann gebe ich ihnen erstmal ein paar Powerladungen, dann kann Skygreymon den auch erledigen. Ne, da müssen wir aufpassen, dass wir hier kein Digimon begegnen, das uns den Arsch aufreißt. Sonst haben wir nämlich ein kleines Arschaufreißer-Problem. Ja, das ist doch kacke, dass die immer zweimal angreifen dürfen, verdammt. Wir müssen unbedingt auf Speed gehen wieder. Ich hätte angreifen müssen. Verdammt. Egal, gut, dann machen wir Angriff. Vielleicht blocken wir beim nächsten Mal und dann ist er weg. Twin Missile. Okay, blocken, blocken, blocken. Bitte blocken. Na, schade. Da steht er nicht mehr auf. Na, schade. Okay, Gilmon Metall. Ja, wir treffen hier auf harte Gegner derzeit scheinbar. Aber die kriegen wir platt. Auch wenn das jetzt knapp war. Zumindest gerade vom Angriff her. Aber wenigstens kann man hier leveln. 173 EXP ist schon nicht schlecht. So, dann wollen wir mal einmal ganz kurz wieder... Habe ich nämlich leider ganz vergessen, Skullgreymon zu heilen. Sonst hätte Skullgreymon den erledigt. Schade. So, einmal wieder hochheilen. Zack. Wir brauchen unbedingt was Besseres als Powerladungen. Damit können wir unsere Digimons gar nicht mehr heilen. Wir brauchen unbedingt die Stufe höher. Mega-Ladung oder so, keine Ahnung. Oder große Powerladung, was weiß ich. Was haben wir hier drin? Nichts. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade hinkommen. voll das Kanalisationsmon. Ramon. Machen wir erstmal normal Angriff. Ich glaube, der hat eine hohe Verteidigung. Ja. Paralysierschock. Nein, das paralysiert. Block bitte. Könnte schlecht sein. Erfroren. Ja, war klar. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Das kann jetzt voll in die Hose gehen. Das kann jetzt richtig in die Hose gehen, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit paralysiert werden, dann verkacken... Ich habe nicht gespeichert. Ich kriege hier langsam ein bisschen Panik. Wir müssen... Wir müssen aufpassen. Gut, das Gute ist, er hat kein MP mehr. Das heißt, selbst wenn der jetzt sterben sollte... Alter, wir können. Geil. Ich mach Triple Flame. Ich weiß nicht, ob das viel Damage macht. Weiß ich nicht. Nicht wirklich. Oh Mann, du, ey. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier unbedingt raus. Wir sind irgendwie noch nicht stark genug, habe ich beinahe ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wenigstens hat er keinen Paralysierschock mehr. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Sehr, sehr vorteilhaft. Kein MP mehr. So, Metallattacke. Treffen wir hier auf ein paar coole Digimons. Sehr gut. Oh, ich mag Metall-Mamimon. Der blockt so schön. Und außerdem macht er Metallattacken. Der ist schon mal müde. Oh Mann, ey. Hey, wir sind schneller. Geil. Nochmal blocken. Schade. Zu viel verlangt. Metallattacke. Okay, die Digimons hier unten sind auf jeden Fall knallhart. Das kann man sagen. Das muss man sogar sagen. Boah, nichts Neues gelernt. Schade. Enttäuschend. Jetzt müsste ich ja rein theoretisch wieder Skullgreymon hochhauen. Ja, mache ich auch.
Ich bin mir da lieber... Oh Mann, ey. Wir müssen hier raus. Gegen Ramon will ich nicht nochmal. Mit seiner scheiß Paralysierung. Haben wir hier sogar, glaube ich, Lähmung während des Kampf heilen. Aber muss ich auch einsetzen. Geht's auch noch lang? Wo sind wir denn hier? Ich gehöre hier noch nicht hin, ich weiß das. Ich kann aber nicht anders, als mich umzuschauen. Komm. Ich weiß, es ist vielleicht dumm. Kontrollraum. Datamon ignorieren wir mal. Mit Datamon wollen wir noch nichts zu tun haben. Ich glaube, Datamon haut uns den Arsch weg. Wir haben hier ein Datamon, dagegen könnte man kämpfen, aber ich mache das sicherheitshalber lieber nicht. Erstens, wir haben nicht gespeichert. Zweitens, die Digimon, die hier sind, machen uns schon Probleme. Also, bleib beim normalen Angriff. Also bezweifle ich, dass wir Datamon hier irgendwie platt bekommen. Das ist schlecht. Twin Misses ist schlecht. Das wäre schön, wenn der mal blocken würde. Das hätte ein bisschen was. Nicht der. Ach Mann. Ah, Sky Greymon, ey. Muss ich wieder auf Greymon gehen oder was? Sky Greymon macht ja hier Probleme. Ein bisschen stark Probleme. Lässt sich immer zweimal angreifen. Blockt nie. Derzeit ist er ein bisschen schwierig hier, habe ich das Gefühl. Derzeit bist du echt schwierig, Sky Greymon. Was ist denn los mit dir? Gehen wir wieder auf Metall Mamimon, der macht das schon. Metallattacke. Ach Manno, was ist denn los? Ich muss hier raus. Ich muss hier unbedingt raus. Wir kriegen hier eindeutig zu viel Damage. Lebt immer noch, verdammt. Wer ist ab? So, Attacke. Na Gott sei Dank. Erstmal gleich wieder hochheilen. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Powerladungen wieder. Wenn wir gleich in Azuka City sind, müssen wir erstmal Powerladungen kaufen. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wir verdienen hier gut Geld. Also 300 Bit ist nicht schlecht für die Digimons. Aber das ist es gar nicht wert. Wir sterben ja hier drin. Oh Gott, uns gehen echt die Powerladungen aus. Ich meine, noch stehen wir hier gut da, also so ist es nicht. Aber dann müssen wir mal zum Schwarzmarkt und ein bisschen andere Powerladungen kaufen, die dann 1000 heilen oder so. Damit wir, ja, gegen diese Viecher hier auch ankommen. Dann brauchen wir nämlich nur einmal heilen und dann können wir auch angreifen. Gut, raus hier, das geht nicht mehr. Schön, haben wir gut erforscht. Haben eine rote Klinge bekommen, mit der wir nichts anfangen können. Zumindest noch nichts. Vielleicht kann das Wemon oder so gebrauchen. Auch wenn das echt eine geile Eigenschaft hat. Ist ein bisschen doof. Hat eine geile Eigenschaft, können wir aber nicht gebrauchen. So. Anstatt aber hier, möchte ich jetzt erstmal weiter. Wo kommen wir hier hin? Azuka-Brücke. Ah, hier sind wir. Ah, da gibt's was. Ich habe einen Eisenhandschuh. Schön. Eisenhandschuh ist gut. Kann man gebrauchen. Wer denn am besten? 260 Def. 237 Dev. 247, okay. Geben wir das Argumon.
gehört denn das hin? Ach, das ist ein Angriffsding. Oh, ist ein Angriffsteil, okay. Ja, das ist dann aber nichts für uns. Das ist dann für diesen Kampfbär da. Ich weiß nicht, wie der heißt. Kunamon, glaube ich. Kumamon, glaube ich. Dann ist das für den. Okay, können wir verkaufen. Alles, was man verkaufen kann, ist gut. Und hier wieder hoch. Azuka-Brücke. So, dann gehen wir noch schnell mal nach Azuka City rein. Bevor wir durch den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückfahren. Ich weiß gar nicht, ob hier drinnen auch noch irgendwo. Ich glaube aber nicht. Wir können ja mal ganz schnell übernachten. Einfach nur... Und dann können wir hier auch eigentlich gleich speichern. Einfach nur, falls wir... Ja, wir sind ein bisschen weit gekommen und waren ein bisschen, ja, übermütig vielleicht, hier herumzuschwimmen, ohne zu wissen, wo wir hinkommen. Oder was uns da für Digimon erwarten. Das ist viel wichtiger. Oh. Nee, dann gucken wir jetzt gleich nochmal auf den Schwarzmarkt. Schauen, was wir da Schönes kaufen können. Ich glaube nämlich, man kann da die Powerlader, die verbesserten Powerladungen kaufen. Und das wäre ja schon mal sehr, wie gesagt, wäre sehr hilfreich. Wer weiß, was uns noch irgendwie begegnet an Endgegnern. Wenn wir gleich irgendwo schwimmen. Ich weiß es nämlich alles nicht mehr. Ich weiß nur noch einen Endgegner. Der, wo ich auch so in etwa weiß, wann der kommt, aber an mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das dauert noch. So, 3.500 haben wir, damit kann man ja schon mal was machen. Zum Beispiel im Schwarzmarkt ein dickes Schwert kaufen. Für unser Gilmon. Das kostet, glaube ich, 3.500, wenn ich mich nicht täusche. 3.500 oder 4. Auf jeden Fall Kohle kostet's. So, kaufen. 4.500. Ja, okay. Ja. Ja. Okay. Damit wird die Verteidigung runtergehen, die Geschwindigkeit, aber der Angriff würde sich fast verdoppeln. Und ja, das ist es. Das ist es wert. Meiner Meinung nach ist es das wert. Horn? Metallgard, Wollmützen, Dunkelheitsmantel. Ja, es gibt hier jede Menge Zeug. Gut, dann müssen wir aber erstmal verkaufen, damit wir uns das leisten können. Ja, die rote Klinge kommt dann weg, ist egal. Eisenhandschuh kann weg, egal. Rüstung? Habe ich nicht. Zubehör? Habe ich auch nicht. Items? Ich weiß nicht, ob ich jemals TNT-Bälle oder sowas gebrauchen soll. Ich glaube aber eher weniger. Gut, dann kaufen wir gleich. Einer langt, mein Gott. Ja. Gilmon, sehr schön. Da hat er zwar weniger Geschwindigkeit. Jetzt haben wir, glaube ich, hier Waffe, ne? Ne, Rüstung. Legendäres Wildnisschild. Und das verkaufen wir und haben 11.000. Hihihihi. Geil. Hat sich voll gelohnt. Okay, Verteidigung würde ich mich noch drüber freuen. Über Verteidigung wäre noch ganz angenehm. Zum Beispiel das hier. Ansonsten haben wir ja für alle. Das ist eine bessere Waffe. Ist ja eine bessere Waffe. Horn zum K.O.-Schlagen des Feindes. Verdammt, habe ich gar nicht aufgepasst. Verdammt. Okay. Egal. Ausrüstung mit dunkler Kraft. Achso, das eine ist Dunkelmantel und das andere ist Dunkelrüstung. Flügelhelm. Oh, was macht Flügelhelm schneller?
Oh, zum Ausweichen. Komm her, das kriegt jetzt erstmal jeder. Das kriegt jetzt erstmal jeder. Das haben sie sich verdient. Dass das Ausweichen steigt, ist bestimmt cool. Außerdem steigt dadurch die Verteidigung auch gut. So, das hier steigt. 21. Es steigt die Dunkelheit aber mehr. Komm. Wer braucht hier Dunkelheit? Gilmon braucht erstmal schön Verteidigung. Rüsten wir unsere Digimons jetzt mal ein bisschen auf, wa? So. Kurz verkaufen, dann können wir uns Waffen, die Dinger. Können wir uns das noch leisten? Oh Gott, das wäre gut. Verdammt! Ach, du willst mir doch jetzt nicht erzählen. Okay, warte, wir haben hier noch. So. Vielleicht nicht intelligent, was ich hier mache, aber Ausrüsten ist mir gerade sehr wichtig. Du, 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 du. 270. 266. Komm, dann nehmen wir, geben wir ihnen das hier. Ach nee, gar nicht genügend Geld. Okay, geben wir ihnen das nicht. Geben wir ihnen das und dann hat jeder... Dann ist jeder echt gut gerade ausgerüstet. Ist gerade echt jeder gut ausgerüstet, glaube ich. Alles aus dem Schwarzmarkt ist, glaube ich, echt gut. Blechpanzer können wir noch verkaufen. Leider haben wir uns jetzt nicht die Mega-Ladungen gekauft. Na gut. Könnte... Ja, hoffen wir das Beste. Und warum habe ich nicht drauf geachtet, verdammt? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Dann haben wir den dicken Zweihänder gekauft, aber hätten dafür eigentlich einen besseren kaufen können. Schade. Egal. Superladung. Warte mal. Viele Superladungen können wir uns leisten. Zwei. Haben aber immer noch genügend Geld. Heilt um 2000. Das ist super. So, dann machen wir noch so. Dann haben wir jetzt zwei Superladungen und das andere. Passt. So, perfekt ausgerüstet. Schön. Können wir ja zurück. Würde ich mal sagen. Ich hätte vielleicht jetzt speichern sollen, aber egal. So. Ich wäre dafür, dass wir uns noch ein bisschen weiter umgucken. Ehrlich gesagt. Weil ich finde das cool. Mit weiter umgucken meine ich natürlich... Ja, den kriegt er wenigstens platt, würde ich mal sagen, oder? Den kriegt er platt. Ne, mit weiter umgucken meine ich natürlich weiter tauchen. 2000 Schaden, das geht ja noch, wa? Wir haben noch nie mal Angriff dazu bekommen, aber egal. Yay, wieder 10 Bits. Damit können wir uns eine Powerladung mehr kaufen. Geil. Können wir prassen, Alter. Prassen können wir. Ich warte, bis sie mehr TP-Punkte haben. Ich war gerade am überlegen, ob wir nicht zum Gym gehen, aber ich warte, bis sie noch ein paar mehr TP-Punkte haben. So lohnt sich das noch nicht. So, wo können wir hier? Können wir hier auch irgendwo? Nein. Wie gesagt, am Divermon-See können wir nochmal vorbeischauen. Den brenne ich jetzt aber nieder. Ich hoffe, der lernt mit Level 10 hier eine neue Technik. Irgendwas, was er kann, eine Dunkelheitstechnik wäre. Ja, das war doof. Eine Dunkelheitstechnik wäre nicht schlecht. Ich glaube, normaler Angriff ist einfach besser. Habe ich beinahe das Gefühl. Er hat jetzt 90 pro Schaden gemacht. Ah, diese Blockscheiße hier, ne? Das ist ja anstrengend. Der hat jetzt von 4 Attacken dreimal... von 5 Attacken dreimal geblockt. Was ist denn da los? Ne, von 4 Attacken zweimal... Warte, wie oft hat er geblockt? Von 4 Attacken dreimal... Nee. Ich weiß es nicht. Egal. Gerade will ich Level up. Agumon dauert noch ein bisschen, aber kriegen wir auch hin.
Dann weiß ich, dass man, glaube ich, im Tretwald noch ein bisschen tauchen kann. Aber ist ja sowieso alles miteinander quasi vernetzt.